willkommen zu einer neuen Among Us-Folge und heute spielen wir mit tollen Leuten. Unter anderem haben wir den lieben Jeff, Dalukat, Lenny, Lumenti, Terste, Tim Horus, mich, Gipsy, Chantau, Honkort und Sakuri. Und hier hinten ist noch jemand versteckt, Shorty. Und ja, ich freue mich und wir trollen wieder rein. Wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, kommt auf www.twitch.tv/live. Die Community sagt euch auch wieder mega süß Hallo. Und ich spiele jetzt öfter Among Us, weil ich möchte diese ganzen Rollen lernen, um dann anschließend wieder geile Challenges machen zu können. Aber ich muss erstmal reinkommen, deswegen gebt mir gern Tipps. Ich versuche da auch mitzukommen. Oh nein. Und ich bin... Okay, also ich bin jetzt Detective und ich bin in Lee in Love. Mit wem denn? I'm in love with the loco. Okay, das heißt, ich sehe Fußspuren. Aber wer ist mein Lover? Ich habe nicht gelesen, wer ist mein Lover. Und vor allem, was bedeutet das, dass wir Lover sind? Genshin spiele ich auch wieder demnächst, auf jeden Fall. Du kannst mit deinem Lover in der Runde im Chat schreiben. Oh. Hallo, wer liebt mich denn? Mal gucken, wer mich hier loved. Und wenn ich tot bin, stirbt der andere ja auch, ne? Ah, Jeff. Hi, Jeff. Oh, warte. Tim Horus war es nicht. Leute, warum wurde ich gerade am Licht beschissen? Hi. Oh. Wo denn? Ja, das hast du davon, Franzi, ne? Erste Runde gekillt werden ist echt scheiße. Schon so. Ich spüre Hass. Super gemacht. Nein, nein. Ich bin nur Hass erfüllt, weil Vless seinen Brief nicht annehmen will. Am Morgen sagen, dass er bei Hogwarts angenommen wurde. Ich bin nur rumgedreht. Mann, nee. Weil du eine Brieffreude bist. Warum habt ihr eigentlich alle geblaschte Backen? Fällt mir gerade so auf. Ufu. Wir sind alle voll gut dabei. Also ich bin einmal zurückgelaufen und hab dir die Hand gegeben. Aber der Rest okay, das war besser. Das war ein actual Ara einfach. Genau, es war ein Ara, das war das Deutschen. Naja, also... Das war eine Krähe. Lunatic liegt unten rechts in Shields. Ja, das ist lustig. Es ist so krass, dass man so auf den nicht Date lange als tot sein geht, kann. Ne? Wer ist denn da? Ich stand vorhin, also wait, ich kann Gnu rausnehmen, mit der stand ich gerade eben noch in Navigation. Mit wem bin ich denn gerade eben den Gang runtergelaufen, als ich aus Navigation rausgehe? War das Sakuri oder sowas? Ja, was in der, ist nicht, ist gerade nicht da, ja. Juli dahin gerannt? Juli kann auch sein. Ich ja, aber sie kommt nicht so schnell hin, glaube ich. Okay. Also ich bin jetzt in Admin schon mittlerweile. Im Moos war es nicht, der stand mit mir noch an dem Blatt. Oh, okay. Ich kann Chantau rausnehmen. Mach grad Speedrun, deswegen. Ich stand mit mir am Blattgedöns. Genau, das stimmt. Ha. Achso. Ja, also das ist auf jeden Fall nicht lange her, weil die ist gerade eben noch in der Navigation, glaube ich, gewesen. Und was, wie reagiert man als Profi, wenn man ein Bait killt? Was sagt man dann? Wo liegt denn Franzi? Also, was war das genau? Ich kann euch sagen, Franzi ist nicht, von Wes gekillt worden. Die ist schon ein bisschen früher gestorben. Ja, die jetzt genau? Bait-Story ist lustiger. liegt die in Navigation, oder? Nee, in Shields. In Shields, achso. Warte mal, irgendjemand kam mir... Oh nein, mir kam jemand von da entgegen. Der Mörder wahrscheinlich. Ich hab mich auf mein Speedrun konzentriert und dachte, es wäre jetzt alles egal. Shields meinst du? Also nur Lunatic. Ah, belastend. Ich hab auch eine wichtige Info. Ob es lila oder pink? Irgendwie so in die Richtung war. Ich habe ja reported. Das ist absolut richtig. Also, Jeff war vor 20 Sekunden mit Terst. Ich weiß nicht, ob er noch in der Nähe ist, oder... Okay. Ja, aber ganz am Anfang, ne? Du warst schon weg. Stand er immer noch. Ja. So. Kann ich hier mit Jeff schreiben? Sieht das jetzt auch wirklich nur Jeff? Okay, das sieht jetzt nur er, ne? Erklärst du mir alles? Okay, gut, er erklärt mir alles. Wo brauchst du Hilfe? Was machen wir jetzt als Lover? Da hat jemand sein Blut verschmiert. Okay, mein Schatz. Ich bin Knut. Und du? Wenn du stirbst, sterbe ich auch. Oh, das ist bad. Oh, okay. Ich werde mich auf deine Seite stellen. Okay.
Okay, also ist er jetzt gut? Bist du gut? Wir müssen mal die finanzielle Lage checken. Verdienst du auch gut? Kannst du für mich sorgen? Und die 10 Kinder in meinem Bauch? Muss man abklären, ne? Man muss sich schon auch absichern. Wait. Stehst du zu mir? Was ist passiert? Hattet ihr das gesehen? Also, weil ihr nicht reported hattet? Ich kann ja, nicht. Ich glaube schon. Passiert? Scheiße. Was ist denn hier passiert? Katastrophe. Was beschwert sich? Also die Leiche ja, lag in Atem und drei Leute schon drauf, deswegen hatte ich erst noch gewartet. Ja, ja, ich dachte, ja, da ja, passiert noch Action. Also ich bin in Atem reingelaufen, da standen Flask und Jeff und Terz standen. Terz stand, glaube ich, mittig im Raum oder so. Und ich bin in die Download-Task rein. Und danach bin ich rausgekommen und Flask lag tot unter mir, aber Terz stand auch da und Jeff immer noch. Also irgendwer ja, hat es doch dann ich gesehen. Bin in also ungefähr so war's. Du bist aber nicht in die Download-Task rein, sondern halt in Vlesk rein. Alter Scheiße, ich hab's gerade in den öffentlichen Chat reingeschrieben. Die so, hä, bitte was? Aber ich glaube, wir ja, haben gerade was ganz Schlimmes gesehen. Das war furchtbar. Also ich bin auch noch geschockt, deshalb habe ich nicht direkt reportet. Ja, du meinst, ich habe den Kill gemacht? Ja, also du. Hat Gnu geschrieben gerade? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon was älter, aber. Ja. Das ist nicht gerade eben passiert, oder? Ja, wir haben halt nicht reported, ne? Also ist jetzt 5 Sekunden halt oder so, ne? Nee, oder? Wir haben wirklich nicht reported. Ich hab auch noch zu. Nein, aber der ist doch viel älter. Vlesk ist schon Vlesk alt, ja, aber der liegt noch nicht oder so, ist der doch. Ja. Ist schon sehr lange, ne? Terz, du müsstest dann sagen, nicht mehr am Leben. Fliegen drumherum. Nee, also, ja, also du hast halt dich versucht, in ihn reinzustellen, damit es weniger ausfällt, aber ich meine, du hättest einen Schritt noch gemacht, in ihn rein quasi, ne? In ihn rein. In ihn aber kurz, dass wir die andere Option hören, weil es ist ja trotzdem ein frecher Kill, wenn drei Leute drinnen stehen. Also was denkst du, Chantal? Ich denke, ich bin in die Task reingegangen, jemand hat ihn unter mir getötet oder jemand hat mich gewarlockt. Okay, okay. Wenn du den nicht gekillt hast oder jemand unter dir gekillt hast, ich weiß, dass ich ihn nicht gekillt habe, genau. Wer könnte dich gewarlockt haben? Ich war eine Zeit lang im Admin mit Sakuri, Jeff und mit... Ich habe auch einmal kurz Lenny gecrossed rechts an Shields. Mhm. Ich hab dich nie in Admin gesehen, aber okay. In Shields? Ich war diese Runde nicht einmal in Shields, aber. Oder Mensch, du standst nee, kurz vor Rundenende in Shields. Nee, gar nicht, du warst oben rechts. Und dann was Gibby, glaube ich. Gibby könnte mich auch rechts cross haben. Nee, aber. Also aber, alle. Ja, gut. Der erste bist du dir nein, sicher? Nein, nicht alle, nicht alle. Ja, nicht hundertprozentig, ne? Aber. Dalu, du hast mich aber auch aber, also tendenziell ist er eher Killer als nicht. Mhm. Wer denn? Wenn es aber Warlock war, schon Tau, hätte ich nicht reporten können. Ja, ich war nicht. Ja, ja. Aber hab ich dich nicht gesehen. Das Gute ist, dass der. Das Gute ist, dass der Evil Guesser das nicht gesehen hat. Ja. Wir gucken mal, sonst mache ich ein Eifersuchtsdrama draus. So, zählst du zu mir und meinen 1 Million Kindern. So, wenn er, ich mache jetzt Among Us in eifersüchtig. Oder ist er ja? Süß! Stehst du zu mir und den 1 Million Kindern? Das, ich meine mit euch, Leute. Mal gucken, ob er zu uns steht. Muss los. Okay, jetzt ist die Beziehung. Dann trennen wir uns also. Nehm dich mit in den Tod, wenn du nicht zu meinen Knus stehst. Was hat er gesagt? Habe Milch gekauft. Oh, süß! Der erste liegt mittig im Cafeteria rechts. Oh nein. Mittig Cafeteria. Nein, überhaupt nicht süß. Er verlässt mich. Das ist wie wenn du Zigaretten holen gehst. Wir müssen es erst ausdiskutieren. Ich weiß noch nicht, ob ich mich als Lover zu ihm wenn er meine Community nicht akzeptiert, dann können wir nicht zusammen sein. Sag einfach. Okay. Das eben stimmte, das war ein Warlock. Und du weißt das warum? Oha. Und wen? Weil du weißt, wer der Warlock ist? Ja. Gebt mal alle rüber, nervt ihn das jetzt. Aber warte, er muss euch erst akzeptieren. Wer ist es? Nein, das weiß ich nicht. Ich will euch verwirren. Warum willst du uns verwirren? Ja, das ist ja gemein. Ja, woher könnte sie verwirren? Wissen, dass es ein Warlock war? Nee, darum geht's ja nicht, aber wer der Warlock ist. Das wäre wichtig. Ja, das wäre wichtig, sagt Kurs. Das wäre interessant, ja. Ja, das wäre so interessant. Also, ich weiß auch, dass das also, warum sie weiß, dass es ein Warlock ist, wissen wir ja alle. Und? Ich komm nicht mit! Kann ich mal jemanden abholen? Das ist vielleicht auch ganz gut so. Chantal, erzähl.
Ich glaube, es ist Medium und hat die Leiche befragt. Ist so. Und da ist die Color, der Color-Type rausgekommen und das ist eine dunkle Farbe und keine helle. Wenn du dann weißt, dass das Warlock Sakuri jetzt. Ja, dann habe ich ja nicht getötet. Medium. Ah, Sakuri, wenn das wirklich so ist, dann befrag gleich mal die Leiche, dann siehst du, dass er kein Bait war. Also sehr wahrscheinlich kein Bait war. Mhm. Wenn das true sein sollte. Mhm. Okay, sie wurde gekillt. Dann fragt sie wohl gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe so in der Stimme von Dalu gehört, dass sie sich so zurückgelehnt hat und so, oh ja, dann frag mal. Nee, ich habe sie wirklich so zurückgelehnt, weil ich ja nichts zu verbergen habe. Und dann hat er die Fettliebert. Oder wolltest du dein ewig dann frag mal. Ja, Moment, aber dann hätte ich sie A, nächste Runde ja immer noch killen können. Ja, dann bin ich ja safe, davon, weil das kein Bait ist. Nee, ich meinte, du kannst immer noch Warlock gewesen sein und einfach so normal gekillt haben, dann steht da trotzdem Warlock. Sie ist doch Medium, sie wurde doch gerade gegessen. Genau, sie muss 100%ig Medium gewesen sein. Ja, aber du kannst ja auch. Kann ich euch mal schnell was fragen? Nein, das macht keinen Sinn. Wie steht ihr eigentlich zu Menschen, die einen 1 Million Kinder reindrücken und dann nicht dazu stehen? Was? Hast du was geraucht? Oder so? Oh mein Gott. Also 1 Million Kinder reindrücken? So. Also das geht gar nicht, gell? Reden wir hier gerade über Seepferdchen? Bei Seepferdchen ist das so, bei männlichen. Ja. Die kriegen von ihren Frauen 1 Million Babys reingedrückt und müssen sie da rumtragen. Eine Million. Die Männer kriegen von den Frauen reingedrückt? Ja, die Männer tragen die Babys in der Gegend rum. Da sind die Babys, die Männchen schwanger quasi. Ich will jetzt eine Antwort haben. Ich bin doch wieder da. Ja, aber stehst du zu mir und den 1 Million Kindern, die ich in diese Beziehung mitbringe? Hab sogar Pizza mitgebracht. Beste Mann. Geil, auf den Tisch. Okay, geil. Oh, süß. Oh. Willkommen, Gnu-Papa. Laden wir die anderen zu unserer Hochzeit ein? Wir machen jetzt eine Hochzeit. Ich plane jetzt eine Hochzeit. Es wird geheiratet, Leute. Das müssen wir allen mitteilen. Ich bin ja so aufgeregt. Aber es gibt... Da gibt es Imposter. Die sind auch eingeladen. Vertrau mir. Ah, nein! Wer hat mich getötet? Nein! Ich weiß, wer Warlock ist. Wir wollten heiraten! Ich weiß, wer Warlock ist. Oh, Mann! Oh, nein. Oh, keine, wir wollten heiraten. Das ist ja wie Romeo und Julia. Lenny, oh. Du hast mich Warlock das Lava-Couple gekillt. Wir wollten heiraten. Lenny, das ist aber... Als wir da am Pizza essen waren. Ich hab euch kurz angesehen. Scheidet! Was ihr da machen wollt. Hast du mir deinen Flut auf den Rücken geklebt und auf einmal sind alle geplatzt. Dalu, glaube ich. Achso, danke, Tim. Ach, Mann! Nein, Also, Lenny ist Warlock. Hä? Was wurde denn vielleicht hat Tim jetzt Warlock auf Lenny? Ich wollte heiraten! Und ist nein, er hat gesagt, ich würde Dalu glaube und ist gestorben. Ja, Tim ist Spy und dadurch, dass ich den Warlock rauscall, weiß der Evil Guesser, wer Spy ist. Das heißt, der Call of Lenny ist einfach true. Das ist was? Das ist Bullshit. Das ist Schwachsinn. Nein, du bist doch insane. Ich bin vorhin nur an euch. Das ist jetzt einfach gegangen, ne? Weil Chantau vorhin schon gesagt hat, dass er mir gekostet ist. Oh, wir sind die ganze Zeit Chantau hinterhergelaufen, als gesagt wurde, dass er gekillt hat. Bestimmt dachte er dann gekillt vor ihm, weil er nein, aber Tim hat doch schnell geschrieben, ich will glauben, weil er weiß, dass er jetzt stirbt. Nein, ich will doch nicht sagen, dass Chantau das... Nein, das boah. Leute, hey, Lenny, Chantau was bist hat du? Vorhin behauptet, ja, Lenny, was bist du? Ihm, dass, ich ihm bei, so dass ich ihm bei Shields entgegen... dass ich ihm bei Shields entgegengelaufen bin. Das war GB. Wie bitte? Okay. Nein, du hast gesagt, als es darum ging, wer dich gewarlockt hat, dass du mir in Shield entgegenkamst. Nee, das war Gebiet. Ich meinte Gebiet. Ja, das war Gebiet. Leute, aber der Grund, warum Tim Horus gestorben ist, ist doch, Tim Horus hat das doch schnell gerufen. Wahrscheinlich, weil er wusste, dass er jetzt stirbt. Wenn du den Warlock rauscallst, weiß der Evil Guesser ja direkt, wer falsch ist. Wenn du den Warlock rauscallst, das ist wie. Ja, aber Glenn, du kannst ja sagen, welche Rolle du hast. Leiter? Sagt er nicht. Medium. Nein, warum? Es sterben Leute hier. Warum sollte ich jetzt sagen, was ich für eine Rolle bin? Weil du sonst, glaube ich, fliegst. Also ich bin kein Warlock, das kann ich euch sagen. Ich bin aber mit wirklich, einer der langweiligsten Rollen überhaupt. Aber wirklich, Juli darf sich jetzt aussuchen, ob sie von den Impostern gemessert wird, von Schakal gefressen oder vom Arsonist gezündet wird. Sad, aber... Moment, war... Chantau, bist Erfolg. Du Evil Guesser? Hast du Gipi noch gekillt? Chantau, du Schwein.
Gott. Fick dich da, du, fick dich. Mann! Du bist so, wie kann man so räudig sein? Kann man so sein? Junge, du bist gestorben. Was hat Gitti gegessen? Lomenti, na, ja, Lomenti, warst du vorher Seher? Ja, ich war ganz am Anfang Seher. Deswegen habe ich die Rolle auch gespielt. Wer hat denn mich und Chef getötet? Ja, also ich, aber Lenny. Aber wir wollten eine Hochzeit planen und euch alle einladen. Ja, die sind böse. Süß. Das Witzige ist, dass du im Meeting ja an den Lover-Chat geschrieben hast. Ja, ich musste erstmal abchecken, ob er 1 Million Kinder annimmt. Sonst kann ich den ja nicht heiraten. Ja, du bist aber ganz schön potent. Muss man auf jeden Fall erstmal festlegen. Ich bin Gnu, ey, da rutscht ganz schön viel raus. Ich hab ja auch 8 Nippel. Ui, okay, stabil. Wenn du 4 Personen bist, dann ist das vollkommen normal. Das andere, weiß ich nicht. Aber, ja, auf jeden Fall, die Hochzeit ist geplatzt. Ich wollte zum Arzt gehen. Von 8 habe ich jetzt noch nichts gehört. Naja. Das ist voll gut, Mann. Ich habe mich so erschrocken, als beide gestorben sind. Ich wollte sogar nochmal hin und selber eintöten. Aber oh, sind ja beide tot. So, ich bin Security Guard. Was bedeutet das jetzt? Achso, ich kann jetzt Kameras aufstellen, oder? Das war ich auch noch nie. Ich mache meine Cam hin. Huch! Was ist denn da passiert? Sometimes all I think about is new. Late night in the middle of June. Kann ich jetzt durch meine Cam glotzen? Hä? Wie kann ich jetzt durch meine Security glotzen? Hä? Ich hab doch hier so ein Ding rausgepupst. Ach, da geht nur eine oder was? Wie lame ist das denn? Kann ich die wiederholen? Ich bin ein Sidekick. Warum bin ich auf einmal Sidekick geworden? Von wem denn? Ich wurde ja nicht mal gefragt. Ich bin kein Sidekick. Ich bin die Nummer 1. Oh nein, ich will aber nicht den Schakal von Jeff. Ich will aber nicht Schakal-Sidekick sein. Ich fühle mich als zu viel mehr berufen als das. Okay, ich bin Sidekick geworden. Warum? Ich war doch gerade Security. Wie kann denn das passieren? Bin ich etwa so... Kann ich da ran? Also das heißt, ich muss jetzt ihn verteidigen. Da ich ja gar keine Lust... Okay, komm. Eigentlich ist es die Reunion von vorhin. Weil er ja auch... Wir waren ja vorhin... Also wir rechnen uns jetzt zusammen. Wir sind jetzt Julia und... Romeo und Julia in Zombie-Modus, weil wir vorhin getötet worden sind. Rechnen wir uns jetzt an allen. So. Let's go. Aber ich kann als Sidekick auch nichts machen, ne? Ich kann keine Tasks machen. Ich laufe hier nur rum und verteidige Jeff. Ich heiße Jeff. Jo, dann tun wir mal so, als würden wir das hier rumdrehen. Oh, er hat mich zur Rolle gemacht. Süß! Er hat Vertrauen in mich! Das ist aber romantisch. Okay, dann müssen wir jetzt zusammenhalten. Er weiß, dass er mir vertrauen kann. Nachdem die Hochzeit geplatzt ist, haben wir uns entschieden, die Weltherrschaft an uns zu reißen, indem wir alle unsere Gäste, die nicht gekommen sind, weil einer ein Psychopath war, alle zu eliminieren und umzubringen. Da ich ja, hallo, 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 ich bin dein Sidekick, aber ich möchte mehr sein als das. Okay, ich bin für dich da. Du darfst sie gern alle umbringen. Wir fangen am besten an mit Team Horus. Ich werde dich verteidigen. Oh, Team Horus, magst du da rein? Sometimes. Komm, töte ihn, töte ihn. Tu es doch. Ich bin für dich da. Hm, schau mal, wie schön das hier ist. Ja, ja, ja. Nee, irgendwie will er nicht. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn ich meinen Homie hier irgendwie unterstütze, oder kann er mich auch umbringen? Soll ich jetzt wenden, oder was will er hier? Will er, dass ich wende? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich komme mal mit ihm mit. Aber er will, dass ich mitkomme, oder? Admin. Ich komme mal mit. Will er, dass ich wende? Achso, er wollte, dass ich wende, oder? Habe ich das richtig gesehen? Oh. Boah, wir können über viele Leute rausnehmen. Wir sind gleich fertig. Bin fertig. Die Runde ist vorbei, ich hab keine Task mehr. Nein! Oh mein Gott! Rettet mich!
Bitte rettet mich! Wir können die Hexe retten, Gnu. Du musst dich selber retten, Gnu. Wer hat dich verhext? Bevor ich rausgegessen werde, würde ich gerne kurz was sagen. Da waren so viele über mir drüber, Mann. Ich bin mir dann nicht. Schade. Lass mal Chris sagen. Ja. Aber ich würde gerne ein Rätsel hören. Beeil dich! Du würdest gerne ein Rätsel hören. Was ist schwarz und trägt den Namen Dalukat und hat schon Tau getötet? Du bist Kacke! Herzlich vergessen, herzlich vergessen. Aber okay, jetzt mit. Erste. Wen habt ihr lang gekreuzt? Tim! Nein, doch, das Gamer Girl, deswegen hat es sich so sexy angezogen, weil er wusste, wir können nicht. Jeff, Terste, Gnu war da, Lunetica war da. Ja, aber Tim war da. Tim war, glaube ich, nicht Gnu. Nee, ich war nicht lang bei euch da. Wen noch Gnu? Am längsten war ich neben Gnu und Jeff. Lass uns doch mal Gnu und Terste besprechen, die sind die beiden, die krank sind hier. Also, es war auf jeden Fall Tim, Jeff war da. Jeff kann sein. Nein, ich war nicht lang genug. Wer hat denn noch mit uns gewiggelt? Terste, der ist jetzt auch infiziert. Lunatic. Ich war auch da, ja. Aber ich bin relativ late dazugekommen. Also, ihr standet bei mir ja schon auf dem Stack. Ich bin nicht lange auf euch gestanden. Nee, ich wollte nicht raus. Es kann ja nicht nur Tim gewesen sein. Tim, die anderen waren nur Sekunden bei uns. Du warst die ganze Zeit über uns drüber. Ja, komm, mach einen Turn weg. Ich habe aber Tim kaum gekreuzt. Tschüss, Tim. Jeff wurde genannt. Ach so, ich war auch da. Aber es kann nur Tim sein. Aber der Nice Gesser kann doch einfach Witch auf mich machen. Ja, genau. Weil jetzt sind ja eh schon Dings da. Du kannst was raus. Denkst du? Ja, aber Jeff, nice haben wir einen Good Gesser noch? Haben wir noch einen Good Gesser? Wer ist nicht schlauer, auf mich Witch zu machen als Nice Gesser? Nein. Kann bitte jemand Tim rausgessen? Ich will nicht sterben, sonst nie wieder. Ich will nur was sagen. Bitte, bitte. Will Tim, ich will nicht sterben. Ich bin noch zu jung, bitte. Shorty hat sich vergessen. Hallo Leute, wenn ich jetzt sterbe, ich habe mich verschiftet. Ich habe mich geschiftet an Dalu. Deswegen bin ich jetzt dann tot. Warum? Ich habe an Dalu geschiftet. Jetzt bin ich tot. Das muss Jeff sein. Verdammt. When you tried your best, but you didn't succeed. When you get what you want, but not what you need. Aua, das war ein schmerzhafter Tod. Mann, fühle ich. Wer war denn jetzt die dumme Hexe? Oh nein, Jeff, ich bin Gedanken bei dir. Der arme Jeff, jetzt hat er mich schon auserkoren und ich habe verkackt, ich habe Jeff enttäuscht. Tim ist tot. Ja, das geschieht ihm auch recht. Liegt bei Leid. Ja. Oh, Lunatic war's. Lenny und ich sind Jeff, Lenny, Julie und ich würde ich rausnehmen. Oh, verdammt. Weil Jeff an Lifeline stand unten noch. Okay. Lumenti ist gerade in Lifeline gelaufen, aber von so. Wo aus? Ciao. Wollt ihr mir jetzt sagen, ist es Franzi Kakao. Oder Franzi? Nee. Franzi oder Franzi? Dann würde ich sagen, es ist Franzi. Ich glaube auch, es ist Franzi. Dann. Witch! Das ist irreführend. Es lebt aber nur noch Chester und. Oder? Ich war Lifeline und bin dann mit euch einzige. Und Schakal, okay, ja, klar. Dann sind wir fein raus, weil wir sind zur Leiche gelaufen. Ich stehe gerade vor Elektriker, ich wollte die rechte Tür aufmachen. Jeff wollte dich unter den Millionen Knulis wieder retour. Der Sidekick war sein Anfang. Ist das die Runde geht doch noch geil so lange. Wir können eigentlich alle Leute ausschließen. Ja, aber mit wem bin ich jetzt gerade eben von mit mir von und Rick. Julie bist du instant gelaufen. Ja. Und dahinter lief scheinbar Jeff. Aber Jeff war am Anfang 10 Sekunden, glaube ich, an Lifeline. Lumenti ist, muss ich das mal realisieren, warum auf einmal so viele Tote waren. Aber doch von unten aus gleich. Also gleich von Anfang, oder nicht? Weil die Hexe 2 gekillt hat. Ah, und es wurde ganz vergessen, dass wir eine Hexe hatten. Warum nennst du Franzi jetzt eine Hexe? Du bist die Hexe. Ist auch echt einfach nicht nett, nee, ne? Du bist die Hexe, Franzi. Das Problem ist, wir könnten noch einen Jakal haben. Aber wir sollten mit Lunetic gehen, glaube ich. Nein. Ja. Willst du mit mir gehen? Sollen wir mit dir gehen? Nein. Nein? Nein. Also, es gibt mir jetzt oder? Oh, ich bin die ganze Zeit gemütlich gewesen. Franzi, es gibt für dich. Wir sollten... Ja, es gibt auch. Nein, wir sollten. Wir dürfen ja nicht skippen, oder? Wir haben böse. Können wir skippen? Jetzt. Haben wir, aber Dalu ist doch tot. Dalu war doch böse. Aber wenn wir jetzt noch 30 Killer drin haben, was machen wir denn dann? Ja, es gibt ja noch einen Jakal und ich gebe ein Gedächtnisvote. Ja! Das sind viele Gedächtnisvotes. Das war falsch. Nein, das war richtig. Franzi.
So, ist nur noch der Schakal da. Jester war los, Chef, räche uns! Räche mein Tod! Ey, ich bin vor dir geboren. Los, Chef! Räche mein Tod! Du schaffst das! Es sind nicht mehr viele! Komm schon, tu es. Tu es einfach. Zerschnetze sie alle. Bring sie alle um. Komm schon, Chef. Du willst es doch auch. Töte sie alle, Chef. Töte ihn. Los, Chef. Ich bin es für Chef. Ich bin Team Chef. Team Chef. Ich heiße Chef. So. Da wurde ich schon zum Sidekick auserkoren und dann habe ich verkackt. So, Chef, such dir deine Beute, zerreiße sie, zerfleische sie alle. Du bist ein Schakal. Da ist der Bait. Oh, nee, den Bait besser nicht. Er traut sich gerade nicht, ne? Er ist ein bisschen schüchtern. Wie viel muss er denn noch töten? Ich glaube nicht mehr viel. Er ist der Einzige, der töten kann. Und der Chester ist auch noch drin. Hm, schwierig, schwierig. Wird Chef es schaffen? I believe in a thing called Chef. Just listen to the women of your heart. Chef, ich weiß, dass du es schaffen kannst. Gib mir mein Chef zurück. Da unten steht ein Whopper. Kannst du den nicht hinterm Stein einfach umbringen? Und der Chester tut dann so, als wäre er's. Oh je, ich sehe schon, was das wird. Jagt er ihn jetzt gerade wirklich? Nee, oder? Nee, er hätte ihn jetzt schon längst umbringen können. Komm jetzt, Chef, tu es doch hinterm Stein! Jetzt aber, komm. Trau dich. Trau dich! Den Bait nicht töten, nicht den Bait töten! Irgendwie macht's keiner, ne? Leute? Hm. Ist gerade echt nicht leicht für Jeff. Ist gerade wirklich nicht live, Jeff. Jeffilein. Eigentlich kann er alle umbringen, außer dem Bait. Was passiert eigentlich, wenn er den Bait nochmal tötet? Dann bleibt er, dann tötet er sich selbst. Oder, oh, er hat jemand getötet? Ja gut, lauf, Jeff, lauf. Jeff, oh nein, nein, es wurde reported. Lol. War das jetzt Franzi? Oder Jeff. Boah, gehen die Türen von selber auf? Nee, Jeff, ne? Hier gehen die Jeff, nicht von selber auf, oder? Nee, gehen nicht von selber auf, ne. Okay, oh, Jeff, wo bist du? Ich wollte gerade von links reingehen ins Office. Da hättest du ja easy den Kill machen können. Andererseits, Franzi kam. Wo ist der überhaupt? Da. Wo ist der? Office. Das stimmt. Also, ich habe Lifeline geguckt. Boah, das. Hast du, Franzi, hast du Jeff gesehen? Ich habe Jeff nicht gesehen, ich habe Lenny tatsächlich links rauslaufen sehen. Dann bin ich zur Lifeline gegangen, da waren dann halt, ja, waren dann ihr beide? Ja, und dann bin ich halt oben wieder rausgegangen. Aber Jeff war doch auf der... Okay, und Bay tötet, tut man den automatisch reporten. Also, ich lebe ja noch. Das Ding ist... Ey, nicht Jeff, ich meine Lenny. Ich habe gerade auf die Lifeline noch geguckt, als da Juli und Gipi reinkamen. Ja, also, ich wollte gerade links das reinkommen, gerade in Office. Doch, doch, doch. Wahrscheinlich die Tür aufgehen sehen, ich habe sie gerade nur aufgemacht. Dann war es Franzi. Also, das Ding war, ich war in Lifeline. Ja, und Franzi dann kam Franzi von Jeff, links ja, lass mich doch kurz mal bitte überlegen. Und zwar, Lenny lief nach links, Franzi kam von links. Und ich habe drauf geguckt, der war tot. Es muss aber eigentlich Franzi gewesen sein. Ich muss überlegen, ob Franzi erst am Lifeline stand oder nicht, Julie. Das muss ich überlegen. Was musst du da überlegen? Ja, es kann auch... Im Endeffekt kann auch jemand nach, also kann Jeff nach links gelaufen sein und die Tür von innen nach außen aufgemacht haben. Ne, ich war draußen. Wenn ich drinnen wäre, hätte mich ja Dings da sehen sollen. Ist die Leiche innen oder außen? Innen, direkt über dem Tisch. Also ja, aber er ist doch rausgegangen. Warum ist er wieder reingegangen ins Office? Jeff hat mich vorhin ganz lang umkreist. Doch. Als ich auf dem Weg zu Lifeline war, ist Lenny rausgelaufen. Ja. Ich glaube, deswegen frage ich mich, warum ist er wieder reingegangen? Ich werde auch mit Franzi gehen.
Okay. Das Einzige, was ich mir da gönn ich dir, Jeff. Könnte. Oder dem Sauer. Weiß ich nicht. Nee, ich weiß auch nicht, was mit Julie ist. Ich glaube, die ist Jester oder so. Nee. Oh, Jeff hat's geschafft. Er hat uns gerecht, oder? Nee, noch nicht. Ist noch nicht vorbei? Ach, weil er muss noch einen töten jetzt, oder? Dann war's das. Komm schon, Jeff, du schaffst es. Räche uns. Räche uns, räche das, was uns angetan worden ist. Unsere Hochzeit wurde zerstört. Meine 1 Million Gnu-Babys haben jetzt keinen Vater, der sie finanziert. Töte sie. Töte sie alle. Wie alle den hinterherfliegen, die ganzen Geister so, ho, hat er nicht gemacht. Oh, die, hä, wie lustig, die alle hinterherfliegen, gucken wollen, was macht er jetzt? Oh, yes. Okay. Ja, wir haben unsere Hochzeitscrash umgerechnet. Das habe ich jetzt nicht kapiert, aber ist auch okay. Ich muss auch nicht alles verstehen. Jeff, ich bin so stolz auf dich. Es gab nur eine einzige Person, mit der ich vorhin nicht die ganze Zeit mitgelaufen bin. Ich bin ins Office reingelaufen, jeder war in Lifeline, außer Jeff. Oha. Und dann hat mich Jeff getötet. Und dann habt ihr Report und ich denke mir, ja, Jeff ist raus. Hast du hast ja, aber ich habe ja gesehen, dass Franzi gerade nach rechts gelaufen ist und ich dachte mir, Timing, vielleicht passt es ja timelich, zeitlich ja, so. Ich wollte nämlich auch, das war nämlich das, was ich überlegen wollte. Erst war Franzi bei mir, dann habe ich drauf geguckt und dann war er rot. Vorher war nicht rot. Aber das Jeff, halt das, was warum hast du mich nicht gekillt vorher? Hä, aber als ich auf Lifeline geguckt habe, war Lenny doch gar nicht hinterm Stein steht. Ja, das ist halt das Ding. Du bist halt irgendwie nochmal nach links gesteppt und dann kam Julie von rechts. Ich habe drauf geachtet und das ist halt das, was ich mir überlegen wollte, wo Julie meinte, warum musst du da überlegen? Ich muss also ja, ich hätte auch eigentlich gesagt, dass es Jeff ist, aber ja, ich dann warte. Okay. Also ich meine, ich wusste ja dann, dass es Jeff ist, wenn ihr zusammen wart, aber ich dachte so, ja gut, müsst ihr wissen. Oh, ja, ich hab auch, dass du die Witch bist. Hallo. Hey. Hallo. Hey Blaze, das war voll witzig. Ich wollte tatsächlich ein Rätsel draus machen. Das Problem war, dass ich die ersten 15 Sekunden nicht reden konnte. Und ich wusste ja natürlich, dass ich rausgegessen werde in dem Moment, wenn ich irgendwas sage. Ich hatte halt gesehen, dass der Vent blau geleuchtet hat. Ja, als Ende der Vent war blau, als ich gekillt habe. So, und als er gesagt hat, ich weiß, wer gekillt hat. Was ist okay, du warst da drin. Bye, bye. Babo. Hallo. Babo. Hallo. Wie ist der Babo? Ich will da, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Dein Skill ist ja mal episch. Julie, was war dein Plan, um als Jester zu gewinnen? 20 Runden mit Gippi zu spielen? Ja, dass Gippi mich mal beschuldigt. Wie denn, wenn du 20 Runden mit dem rumläufst? Ja, das ist ja so Julie, alle dachten, du wärst aber es sind ja parallel 15 Kills passiert. Wie soll ich dich denn da beschuldigen? 15 Kills? Ja, dass ich awkward bin. Ja, aber das weiß doch jeder. Wo kann ich mir denn machen? Was meinst du, Knu? Wo kann ich mir Uhu machen? Bei dem Auge um. Achso, das musst du aber vorher im Menü kaufen mit Bohnen. Ja, oh nein, ich hab kein Geld. No. Nee, nehmen wir Bohnen einfach, die spielst du dir. Bleib mal so stehen. Was, ich gehe jetzt auf Augen da? Und dann? Nein, du musst ins Hauptmenü gehen, also du musst raus aus dem Raum, du musst Leave Game machen. Hier, warte, bleib so stehen, dann hast du auch. Oh ja, das passt so. Okay, wir lassen es so, das passt. Ich bin Medic, das heißt, ich kann jemandem ein Shield geben. Ich kann niemanden. Oh, wo ist denn der Jeff? Ich gebe Jeff mein Shield. Wo ist Jeff? Jeff hat mich zum Sidekick. Oh, Jeff, hier, ich gebe dir ein Shield. Du bist geschildet. Egal, was du bist, ich habe dich geschildet. Sieht er, dass er geschildet ist? Sieht er, dass er geschildet ist? Das ist jetzt meine Art, Danke zu sagen. Du bist geschildet. Ich hoffe, er ist nicht böse, aber es ist mir auch scheißegal. Oh. Oh, Jeff, bist du? Jeff! Wo ist Jeff? Ich hasse diese Map. Wieso kann ich eigentlich keine Aufgaben machen? Achso, meine Aufgaben sind wo ganz anders. Aber er sieht jetzt, dass er geschildert wird. Was bedeutet jetzt, wenn ihn ihm. Oh, da bist du ja wieder, wie uns die Wege wieder zusammenführen. Was bedeutet, wenn er jetzt getötet wird? Kann ich jemand neuen schilden oder kann ein Hit aushalten, ne? Ich komm einfach mal mit und guck, was du so machst, Jeff. Ich schau dir gern beim Leben zu, weißt du? So. Wir haben unsere Hochzeit immer noch nicht geführt. Du wirst sehen, dass ich mich dir offenbare und mich vor dir ausziehe, aber ich kann leider nicht wenden. Ich habe dir mein Shield gegeben. Du bist jetzt protected. Für immer und ewig, Jeff. Du und ich, oder? Bam. Zwei Stück. Oh, was ist das? Zwei Leute. Hey, Taco, hättest du Taco? Ja, genau. Fünf Leute.
Dalu ist nicht mehr die Witch. Und Sakuri. Ich bin nicht mehr verflucht, aber ich hab's auf dem Zettel stehen, wer es war. Franzi. Okay. Yeah. Wer denkt ihr ist die Hexe? Sakuri. Aber ich war mir so sicher in der letzten... Nee, warte mal. Ich war mir sicher, dass Jeff die Hexe ist. Sorry. Aber wenn Jeff angegriffen wird, sehe ich das dann auch? Nein, Jeff ist keine Hexe. Dalu. Ja, no, aber du kannst es versuchen. Du kannst versuchen, mich Witch zu vergessen, ist aber ein Fehler für dich. Sakuri, als du unten am Upload standest, waren Franzi und Shorty da. Und Shorty hat den Upload nicht gemacht. Sie hat sich hinter Franzi versteckt. Und da bin ich auf Distanz stehen geblieben, um das zu beobachten. Oh. Deswegen hat er sich Notizen gemacht. Deswegen, ich hab hier so einen roten Among Us aufgemalt. Da steht okay, ich sag das jetzt einfach, ja. Aber das... Mann, aber okay, passt auf. Okay. Egal, ich erzähl mal die Story trotzdem. Ist dir zufällig. Ganz rein hypothetisch, stell euch mal vor, ich stehe neben Terce, shifte ihn und er macht mich danach zum Sidekick. Überlebe ich das? Ja, Moment, können wir ganz kurz darüber reden, okay, dass ich nicht glaube, dass Julie sich vergessen hat? Also Julie hat gerade getötet, glaube ich. Ich hab mal das. Ich glaube, Julie wurde getötet. Nein, ich glaube, Julie kam mir gerade entgegen, wo Papo. Also, ich hab den Safe gemacht. Okay. Bin da rumgelaufen und Papo war hinter mir. Deine Backen sind pink. Warum sind die pink? Hast du pinke Farbe? Hast du sie vergessen oder was? Weil ich da was gesehen habe, was peinlich war. Die Witch, wie sie sich verraten. Ich glaube, ihr seid alle einfach nur ein bisschen horny. Horny. Machen wir einen Horny. Du, weil du Hörner aber Gippi, du meinst, du die hat mich gekillt. Können wir vielleicht klären, wer die Witch ist? Wieso soll Obwohl, ich habe auch Hörner. Ja. Okay. Ja, also, wer hat dich denn gewünscht, Sakuri? Also ich glaube, es waren Shorty oder Franzi. Sakuri, ich stand nie neben dir. Mhm. Das würde die Witch auch sagen. Das würde sie ja auch sehen. Terce kann ich rausnehmen. No. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es Franzi ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe zwei Leute aus dem Wendt hüpfen sehen. Aber nicht hüpfen, aber vom Wendt laufen sehen. Ich bin mir nicht sicher. Sakuri, sag mir, also ich hatte jetzt Franzi geworden, ne? Das ist ein Swap. Das nehme ich persönlich. Also, wo ist Jeff? Jeff, wir hatten doch eine Abmachung, dass wir uns immer in der Küche treffen. Kannst du nur einfach weggehen von mir, du Schwein? Ich hab dir meine Jungfräulichkeit geschenkt. Und jetzt bist du einfach weg. Wer isst denn schon einen Burger nur mit Zwiebeln und sowas? Oh mein Gott. Jeff! Jeff! Verlass mich nicht! Jeff, wo bist du? Wir machen heute mal Among Us Roleplay, Leute. Jeff! 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 Oh, da wollte jemand Jeff umbringen. Da hat jemand versucht, Jeff umzubringen. Wo ist Jeff? Jeff ist in Gefahr. Oder wollte die mich umbringen? Jemand wollte Jeff umbringen. Jemand wollte Jeff umbringen, als es dunkel war. Aber wie kann ich das jetzt Jeff sagen? Ihr seid nicht Lover? Es liegt eine rote. Wer ist die Witch? Es ist schon sehr unglücklich. Oh, die Witch ist auf jeden Fall Lunatic. Eine Frage noch. Jeff, als das Licht ausging, wer war da bei dir? Ich bin nicht eifersüchtig, ich frage einfach nur wegen einer wichtigen Information. Ey, dann musst du doch da sein. Nein! Sie, du Witch! Nicht mal wie ich Witch hier alles gemacht! Ich dachte, verdammt, du bist mit Shorty Lover. Wir wollten dich voten und Shorty save dich. Jetzt ist Shorty tot. Warum hat sie dich da gerade? Wie ist gerade Nu gestorben? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber. Dalu, du bist die Hexe. Aber wie? Wieso sollte jemanden. Warum ist denn jetzt Nu gestorben? Ja, genau. Das sehen wir ja dann. Ach so. Oder ja, Nu hat mich auf Witch gegessen, vielleicht. Also jemand wollte Jeff auf Witch bestellt. Wieso sollte die Witch ihren eigenen Kollegen witchen? Genau, und warum sollte die das machen, wenn ich bin doch ein eigener Kollege? Aber wenn wir dich doch vote, muss man dich doch nicht auf Witch gessen. Aber woher konnte Tim das wissen, weil ich Jeff jetzt gefragt habe, wer in der Dunkelheit bei ihm war? Jeff Lunatic. Okay, Hänsel und Gretel, ne? Die verliefen sich im Wald.
Nein. Ich stand an Edmund dran und unten lag, unten war ein Punkt, beziehungsweise zwei Punkte. Der Licht wurde nicht gefixt, aber da waren halt zwei Punkte. Ich bin runtergegangen, ne? Und da liegt der, Shorty liegt da. Sie. Wo denn? Wo? Und unten am Licht über Viewing Deck. Franzi, es gibt für dich eine Person hingedrückt. Sie die Menschen. Und links unten am Viewing Deck. Ich mach's Licht an. In Cargo Bay ist gerade übrigens noch einer in den Vent gesprungen und Tim hat Licht gefixt, der war auch nicht. Genau. Ich vermute, Gnu war halt Medic, logischerweise, ne? Und jemand wollte Jeff killen. Und ich denke, Lunatic ist Lover und mit dem Swapper wahrscheinlich. Dann war Julie nur Spy. Deshalb fliegt wahrscheinlich jetzt der nächste, wenn wir Lunatic als Witch für dich, wenn du terste. Wenn du terste. Oder Jackal. Licht aus. Ich hab ich kann nicht. Ganz komisch. Tim hat versucht, Jeff zu töten, daher wusste er das. Ah. Was soll ich denn tun? Ich hab nichts gemacht. Jetzt ich ein bisschen und wenn ihr dann wieder da wächst hier rum, pass auf, mein Karl. Und zwar bevor mir der Jeff antworten konnte, ne? Ach so, oh Mann. Oh Mann, da mache ich jetzt meine Aufgaben. Und wir gucken jetzt gleich, was die anderen so alle machen. So, was geht denn hier ab? So, was geht hier so ab? Wo sind hier die Leute? Die Other Rose. Hier Evil Guesser. Guck mal, wen er noch so tötet. Hat auch den passenden Eklig-Skin dazu genommen. Und die Witch. Wir gucken mal Dalu zu, wie der die Leute jetzt vergiftet. Oh, der da. Oh, Dalu wurde getötet. Von Schakal. Oh mein Gott, das ist einfach ein einziges Gemetzel. So. Darüber kann ich nicht wirklich traurig sein. Der Bait, bleiben wir wieder bei Jeff, der kann er nicht. Also wenn Jeff getötet wird als Bait, dann tut der Imposter automatisch reporten, ob er will oder nicht. Deswegen bietet er sich wahrscheinlich gerade auch sie hier auf dem Vent an. Und hier ist auch schon wieder der Leiche. Oh Mensch. Ja, das will er gar nicht hin, aber er muss. Ich hab. Terste gefunden. Steil und das Geld. Was? Steil und das Geld. Cool. Ich habe all das, was euch so gefällt. Unten links und ich glaube, kam Chantau nicht aus? Ja, Chantau kam aus der Richtung. Aus der Küche. Mein Pathing war Admin, Weapons, also Armory runter und dann Kitchen durch. Okay, weil Terste liegt bei dem Download da unten links, da wo man Lichter fixt. Okay. Hm. Gut. Sind nur Schakal und Lenny noch vor Lifeline gesehen. Ach, du warst das, der mir da. Genau, du bist von oben gekommen, ich bin nach oben. Also, du bist von oben gekommen, ich bin nach oben gelaufen. Das ist richtig. Diese Annahme ist korrekt. Und Jeff war vorher unten an dem Viewing Deck, da haben wir uns getroffen, gekreuzt, das meint er. Mhm. Ja, ich war ja bei den Camps, bei Security haben wir uns gekreuzt, ja. Genau, du bist von unten aus dem Viewing Deck rausgekommen, ich war in Kameras. Ich war oben beim Button, ich habe die Task rechts da gerade gemacht. Chris, wo warst du? Ich habe Terstes Fackel übernommen und liefere mir gleich ein Duell mit Lenny, glaube ich. Und wo ist Gibby? Hat Gibby schon gesagt, wo er ist? Ach, der war in Records, glaube ich, oder? Warst du da im Vent gerade, Flask? Nee. Okay. Ich war in Lenny Records. Da kommt er nicht. Also haben wir jetzt einen Sass, oder? Also außer Chantau noch irgendwie andere Informationen. Wen hast du jetzt gefunden? Dalu oder wer ist denn gestorben? Dalu und? Terste ist auch gestorben. Ich hab Terste gefunden. Rot und Schwarzwanz. Hm? Ja, Tim okay. Und Chantau. Ich hatte bei Dalu ehrlich gesagt, es ist wieder ein bisschen Meta, aber so wie der sich wieder verstrickt hat in seine ganzen Detective-Arbeiten, war ich etwas skeptisch, ob der wirklich so eine saubere Weste hat. Mhm. Aber das macht er doch in jeder Runde, also egal. Aber nicht so, also irgendwie, I don't know. Wieso willst du denn 1v1 gegen Danny liefern? Hä? Ja, das würde ich jetzt auch mal. Und gegen Danny liefern. Eine Rolle in der ersten Runde schon gecallt. Evil Guesser ist noch am Leben. Deswegen wundert es mich auch, warum ich noch drin bin, aber. Ich habe meine Rolle. Wenn wir uns gegenseitig killen, ist es okay. Weil Danny meine Rolle oder was? Nee, also ich habe die Runde nicht so aufgepasst. Aber wenn Danny Evil Guesser wäre, dann. Achso. Vielleicht ist es auch Jeff, ich weiß nicht. Also Lila oder Lila, ich weiß nicht, wer von den beiden. Lila oder Lila? Terste wollte ich jetzt Lila. Ich hab ganz überlegt. Ja, Terste war total. Wenn das Licht ausgeht. Ja. Aber ich bin's nicht. Ich komme aus Smash Lunatics Chat. Hallo. Süß. So, jetzt gucken wir, was der Bait macht. Evil Guesser. Der guckt schon, wen er töten kann. Detective.
macht dir nichts aus. Jester. Schakal und Evil Gesser, die werden sich jetzt gegenseitig wegschnetzeln. Ich weiß es. Einer von beiden kommt jetzt. Wer? Nein, sie machen den Kill. Aber Schakal will jetzt, oder? Ich glaube, Schakal wird ihn jetzt wegsnacken. Oh. Oh. Oh, Schakal nähert sich Evil Gesser. Oh Gott, ja. Evil Gesser hat zuerst den Schakal weggesnackt. Naja, nice. Das heißt, jetzt ist nur noch der Evil Gesser da. So, was gibt's noch so? The Bait lebt noch. Ja, der will wirklich gebaitet werden. Aber Schakal, hä, der lebt noch ein... Ah, er ist jetzt Schakal. Lesk ist jetzt Schakal geworden. Stimmt, es gibt ja immer einen Sidekick, ne? Stimmt. Oh, jetzt ist Schakal auch tot. Er hat zweimal den Schakal getötet, ey. Holy shit, und alle rennen hinterher. Zweimal den Schakal. Es ist eigentlich eh nur noch einmal, muss er noch töten, oder? Jetzt hoffen, dass die anderen die Leichen nicht finden und einmal noch töten, dann hat er gewonnen. Das muss man ihn aber lassen, es war eine gute Runde. Ja, das war eine sehr gute Runde. Ich habe mich halt als Medic leider voll verraten, aber das sind die kleinen Kniffe, Leute, die ich lerne und dann werde ich zurückkommen und werde richtig rampagen. Und dann kann ich richtig reintrollen. Ja, endlich wurde mal Leiche gefunden. Hallo. Also, ich habe Vles gefunden, der ist nicht an mir gestorben, der hat jetzt nicht irgendwie versucht, ne? So... Mhm. Bang, bang. Bang, bang, bang. Der liegt in den Engine Room auf der Treppe Richtung Main Hall. Ja, Jeff. Ist das und ich hatte Jeff da eine Weile gesehen, aber das ist jetzt auch schon wieder echt lange her. Das war so Anfang der Runde. Ich bin eben mit Jeff und Vles rumgelaufen. Ich weiß nicht, warum Jeff... Nee, ich bin zum Admin-Panel gegangen, hab gesehen, dass zwei Punkte in Engine Room sind. Ein Punkt oben beim Button. Ein Punkt oben rechts irgendwo und einer ganz rechts gewesen. Und ich wollte gerade hinlaufen, die zwei Punkte. Ich hatte keinen Report-Button bekommen, Lenny, wo wir uns gekreuzt haben. Bin dann nach oben gegangen und du hast danach reportet. Es gibt aber einen Grund, weswegen ich eigentlich das Gefühl habe, dass Jeff nicht böse ist. Und das ist, ja, dass ich noch lebe. Hat Chris nicht gesagt, ist es zwischen Lila und Lila? Ja, aber der Spruch ist jetzt auch nicht hilfreich, Tim. Ja, Tim, warum willst du jetzt die Schuld auf uns schieben? Sollen das jetzt? Ja, ich versuche herauszufinden, wer der Imposter ist. Also guck mal, das Ding ist... Würde das nicht Sinn machen, wenn Chris callt? Er macht ein Battle zwischen mit Lenny. Ja, er war ja wahrscheinlich... Ja? Der hat doch in der ersten Runde gecallt, das mit Terste und Shifter. Guck mal, das Ding ist, ich bin Snitch, ja? Ach so. Und ich war mit Vlesk in der Küche unten. Das kann ihn eigentlich töten, ja, ne? Und wir sind dann, also ich habe ihm dann ein S auf dem Boden gemalt und ein N und ein I. Und dann kam Jeff dazu. Mhm. Obwohl sagt er dem Evil Gesser. Alle Türen vorher zu waren. Also er ist einfach komplett random da runtergelaufen zu uns. Und also nein, ich hatte zu dem Zeitpunkt meine siebte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meine siebte von 10 Tags fertig. Also kriegt er den Blinker. Nein. Oh. Ich habe was anderes gemacht, warum ich da runtergegangen bin, wegen meiner. Wegen meiner Rolle bin ich darunter gegangen. Oh nein. Verratet's ihm noch nicht. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Sonst wenn der Evil Gesser noch da ist. Es gibt keinen Evil Gesser mehr. Ist sure sicher? About that? Ich glaube nicht. Wir haben noch dann einen. Dann Jeff. Nee. Oder was? Nee, Jeff, nein, Jeff ist es nicht. Ich gehe jetzt eher auf Tim, weil Tim random schießt. Aber das ist alles, was ich geben kann. Oh nein, jetzt sind sie tot. Oh, okay, interesting. No. Ja, wir machen Even, wir haben ja eh nur noch einen Killer. Ja. Ich mach schnell meine Snitch-Sachen fertig und dann drück ich drauf. Und dann easy. Wie er gerne ihn jetzt wahrscheinlich wählen würde, ne? Als Snitch. Oh, my life be like. Wo sind die alle? Ich will sehen. Wo sind die? Ah, hier ist Jeff. Und der andere spammt jetzt wahrscheinlich gleich, dass man Alarm macht. Oh. Ja gut, die beiden können sich eh nichts tun. Jetzt wird's spannend. So, wo ist Chef? Da. Chef! Ich heiße Chef. Das war die geilste Werbung überhaupt. Jetzt kann er ihn rausworten, gessen.
Und? Wo seid ihr denn gerade? Ich bin in, ganz links. Ich bin auch links. Warum wählt ihr nicht als Snitch? Also Cockpit, nicht Cockpit, ja doch Cockpit. Ja, am Admin-Panel wollte ich gehen, gerade gucken, wo alle sind. Ich bin down und unten. Lenny, wo bist du? Mach da jetzt wahrscheinlich gleich, ich oder? Ich bin jetzt gerade in der Kitchen. Komm gerade vom Viewing Deck, Upload gerade gemacht. Das heißt, und jetzt alle links. Mitte. Alle links, ja. Also ich habe Jeff auch gerade links gesehen, wenn er sagt, er ist im Cockpit, glaube ich ihm das. Alle links. Genau. Den einzigen, den ich nicht links gesehen habe, war Tim Horus, wenn du Tim Horus habe ich auch nicht gesehen, nach rechts siehst. Tim, bist du ins Poster und die anderen beiden Jakan und Sidekick? Das kann sein, ja. Ist das so? Nee, es gibt nur einen Pfeil. Es gibt nur einen Pfeil. Der war rot. Okay. Und der geht nach rechts oder was? Nee, der ging geradeaus nach unten. Geradeaus nach unten. Ich weiß nicht, wo Lenny jetzt genau ist, weil ich weiß, dass der unten links eingesperrt wurde. It's a complicated. Genau, ich habe da gerade den Upload gemacht. Ich habe jetzt gerade unten in Kitchen die Tür aufgemacht. Und dann kam der Report. Ich habe eben auch. Aber dann kommst du doch von Mitte. Dann kommst du Dann komme ich nicht von Mitte. Nein, dann komme ich. Wie er sich verteidigt. Mein lieber Tim Horus, ich habe doch gerade gesagt, ich habe den Upload gemacht auf dem linken Seite. Bin ich eingesperrt worden auf dem Viewing Deck. Also das linke Viewing Deck. Okay. Da, wo man auch das Licht anmachen kann, hab mit Jeff das Licht gemeinsam angemacht. Links unten habt ihr zusammen angemacht? Ja. Ja. Also, ist halt komisch jetzt, aber wenn die beiden sich dafür rausnehmen, ungefähr als Licht angegangen ist, habe ich nämlich gedrückt. Also habe ich hab ich meine Task fertig gehabt und da war halt die eine Person halt ein bisschen rechts unten und dann nach rechts, nach links gelaufen. Ja, dann kann das nur Tim Horus sein, weil Jeff und ich waren halt komplett links auf der Seite. Die trauen sich nicht. Ja, dann ist es wahrscheinlich jetzt ein Battle oder danach ist vorbei. Wenn Gippi uns spielt. Wollt ihr euch battlen oder nicht? Ich weiß nicht, seid ihr Jakar und Sidekick oder nicht? Das ist halt ich bin gar nichts, ich bin harmlos. Nein, nein. Was bist du denn? Für mich sind immer noch Terste und Fless Jakar Sidekick gewesen. Ja. Ich weiß es nicht. Habt ihr gut gemacht. Du spielst uns gerade. Vielleicht hast du einfach so auf Snitch gespielt, weil du den Snitch schon gekillt hast. Ja, sehr gut. Vielleicht. Ach, fuck, ey. Vielleicht habe ich das gemacht, ja. Let's go, Jeff. Spaß, ne? Love Match. Ja, Mann. Nice try. Baba. Gut gemacht. Ich hab am Ende Snitch nicht mehr gefunden, leider. Du kannst es auch nicht mehr gessen. Snitch kann man nicht mehr gessen. Ach so, deswegen. Ich dachte schon mal, machst du das nicht? In dem Moment, wo... Hättest du eine Runde vorher machen müssen, hättest du gewonnen. Ist das schon in dem Moment, wo es blinkt? Nee, bei 10 von 10. Ja, 10 von 10. Okay. Genau. Oh ja, gut, das wusste ich nicht. In der Runde vorher hättest du noch gessen können, dann wärst du safe gewesen. Ja. Nee, dann wäre er raus gewesen, weil die anderen beiden ihn gewotet haben. Ich hatte Tim Horus eigentlich auf dem Schirm. Stimmt, Tim Horus, ich hab dich erst auf dem Schirm gehabt, wo du gesagt hast, ja, was mit Lenny, mit Lila und Lila, was Les gesagt hat. Ja, vorher hätte ich dich gar nicht gesagt. Ich hätte fast Daru auf Witch gegessen. Ja, ja. Ja, und ich habe gerade, dass du mich umbringst, weil ich wäre auf deiner Seite als Jakar. Richtig so. Mehr oder weniger. Boah. Naja, Leute, das war's mit dieser Among Us-Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst viele Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und über mögliche Ideen, die ihr habt, wenn ich mal eine bestimmte Rolle habe. Denn ich spiele gerade wieder öfter Among Us, um es zu lernen, damit wir wieder geile Challenges machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen, es war geil. Und jetzt raus!